Aufnahme start. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Sim. Diesmal in Stereo Sound, das ist ja was ganz was Neues bei mir. Ja gut, es gab vor einigen Monaten mal ein, zwei Let's Plays in Stereo, aber ja, jetzt habe ich es auch wieder hingekriegt mit dem Open Broadcaster. Und ich habe mir gedacht, zeig's da einfach mal was. Ich wurde gefragt, wie man den Dampfer bedient von einem meiner Tester. Du bist in der Simulation einer KKSTB. Nehmen wir die mal, die KKSTB. Solltest du diesen Punkt das erste Mal gewählt haben, lies bitte die Hilfe im Spielordner aufmerksam durch. Erstmal einsteigen mit der Taste O. Angeschrieben. Mit der Taste Y auf dem deutschen Keyboard die Luftpumpe aktivieren. Mit der Taste H dem Heizermensch sagen, dass er arbeiten soll. Anschließend, sofern der Druck unter 12 bar ist, mit der Taste C einmal Wasser in den Kessel füllen. Also für mehr Druck sorgen im Kessel. 13 bar. Kondenswasser ablassen. Die Wassermenge im Kessel beträgt 662 Liter. Der Optimalwert liegt bei 750 Liter. Diese Ansage habe ich mir gerade mit Q zeigen lassen. Und mit P fülle ich da Kohle und Wasser nach, bis beides voll ist. Vielleicht können wir die Ansagen ab, sonst dauert das zu lang. Lichter an. So, wieder Druck. Und mit M den Master Kondenswasser ablassen. Das finde ich dann danach vor. Jetzt mit der Taste E zweimal Wasser nachfüllen. Die Feuertemperatur beträgt 1397 Grad. Der Optimalwert liegt bei 1700 Grad. Das war die Taste D, die Gifte. Mit der Taste J kann man sich eben den Druck anzeigen lassen. Filterspeicher war eigentlich Handkraft, ne? Muss ich noch lösen. Die Pfeife, man kennt sie. Genau, die Lichter noch. Die Wassermenge im Kessel beträgt 830 Liter. Die Feuertemperatur beträgt 1547. 15. Ich kann mal die Bremse lösen. Bremse gelöst. Mit der Taste U die Ulrich macht und dann mit der Taste I die Ida steht dann so an. Die Feuertemperatur beträgt 1522. Die Feuertemperatur ist 5. Die Feuertemperatur beträgt 1482. Die Feuertemperatur. Und mit der Taste D Leistung aufschalten. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit ist 20, ich bin wieder auf der X-Bahn unterwegs. 1918 Grad. Sorge ich gerade dafür, dass sich die Temperatur wieder senkt. Genau, jetzt wieder an.
270 Meter. 270 Meter bin ich schon gefahren. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 Kilometer. Der Sesseldruck ist zu niedrig. 11 Bar. 14. 13. 2. Auf 40 dürfen wir beschleunigen. Die Lok kann aber nur 35. 26. Ich würde sagen, wir halten einfach mal auf freier Strecke. Das war jetzt sozusagen ein Tutorial zum Thema Dampfbahnfahren. 2 Kilometer. Der Körperdruck ist für mich 0 Kilometer. 0 Kilometer. 11 Bar. 11 Bar. Jetzt alles deaktiviert und... Richtungswender zurück. Handbremse anziehen. Ja, er sagt Federspeicher, aber da habe ich einfach noch einen Bach drin. Dann erreicht das Kors 22. Ja moin, wir haben wieder 22 Scorepunkte geschafft. Dann Jaws erstmal wieder aufdrehen. Jetzt kann ich die Aufnahme nicht stoppen, deswegen ich nehme jetzt immer Computer auf. Mit dem Open Broadcaster, wie ich am Anfang der Aufnahme schon gesagt habe. Genau. OBS Studio. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Es war am Anfang nicht das Tutorial geplant, aber ist dann eins geworden. Und ja. Viel Spaß euch noch an meine Tester, die das Programm testen. Davon gibt es jetzt mittlerweile ein paar. Also zwei haben den Link. Und einer hat mir sogar schon kurz einen Testbericht zum Tramsim geschickt. Auf jeden Fall an diese Tester noch. Schönen Tag. Testet fleißig weiter. Ich freue mich auf eure Testberichte oder halt generell Berichterstattungen, wie die Programme ankommen. Und ja, kann nur sagen, schaut, dass euch der Kessel nicht explodiert und macht keine Zwangsbremsungen. Die Kellnerinnen und Kellner im Speisewagen werden keine Freude mit euch haben. Da fliegen dann nämlich die Teller. Wie man zumindest in Österreich manchmal sagt. Bei der SIFA-Zwangsbremsung beispielsweise. Aber ja, wie gesagt, viel Spaß noch. Es ist jetzt sehr gute Tonqualität, allein schon dadurch, dass es Stereo ist. Schauen wir mal, was jetzt noch als nächstes kommt. Und ja, auf Wiedersehen.